Korczak praktiziert als Kinderarzt und sammelt erste Erfahrungen als Erzieher in Sommerkolonien, die ein Wohltätigkeitsverein für die Kinder der Armen organisiert. 1911 gibt er seine gesicherte Position in der Kinderklinik auf und übernimmt die Leitung des Waisenhauses in der Kochmalnerstraße 92. Mit diesen Kindern aus den Elendsvierteln Warschaus, mit Waisen und Verwahrlosten, beginnt der Aufbruch zu einer neuen Pädagogik, die auf Selbstbestimmung und Achtung beruht. Während des Ersten Weltkriegs, mit dessen Grauen er als Armeearzt konfrontiert wird, schreibt Korczak sein pädagogisches Hauptwerk, wie man ein Kind lieben soll. Er kämpft gegen die Vorstellungen traditioneller Erziehung, gegen Unterwerfung, Gewalt und stumpfsinnige Autorität. Korczak will Menschen erziehen, die selbstbewusst und eigenverantwortlich handeln, die kritikfähig und kreativ sind, fähig, den Schwächeren zu achten und für dessen Rechte einzutreten. Mit dem deutschen Angriffskrieg gegen Polen und der Besetzung Warschaus Anfang September 1939 beginnt die systematische Entrechtung der jüdischen Bevölkerung. Not und unbeschreibliches Elend werden ein Jahr später für eine 500.000 Menschen grausame Wirklichkeit. Alle jüdischen Bewohner Warschaus werden in diesem Ghetto zusammengepfercht. Korczak wird nach fast 30 Jahren unermüdlicher Arbeit gezwungen, das Haus in der Kochmalnerstraße zu verlassen. Gemeinsam mit den Erziehern und seinen 200 Kindern muss er ins Ghetto umziehen. Hier, wo in den Häusern qualvolle Enge herrscht, wo täglich mehr als 100 Menschen verhungern, erfrieren oder an Typhus sterben, hier lehnt sich Korczak ein letztes Mal auf gegen die Unmenschlichkeit der Nazi-Barbarei. In dieser ausweglosen Situation übernimmt er ab Februar 1942 zusätzlich die Aufsicht über das Waisenhaus der jüdischen Gemeinde. Dort leben unter unvorstellbaren Bedingungen mehrere tausend Kinder. Korczak selbst nennt es ein Leichenhaus. Ende Juli 1942 beginnen die Deportationen in das Vernichtungslager Treblinka. So wie diese Menschen werden auch Janusz Korczak, Stefania Wilczynska und die 200 Kinder zum sogenannten Umschlagplatz geführt. Ein polnischer Widerstandskämpfer notiert Anfang August 1942 in sein Tagebuch. Gestern wurde das Waisenhaus, dessen Leiter der bekannte Erzieher und Schriftsteller Janusz Korczak war, geschlossen deportiert. Die Deutschen erlaubten dem Pädagogen zu bleiben. Doch er lehnte das Angebot ab. Aber schon auf dem Umschlagplatz wurde Korczak von den Zöglingen getrennt und in einen anderen Waggon verstaut. Zeugen dieser Szene behaupten, noch nie etwas Ergreifenderes gesehen zu haben.